Egal wie die Qualität des Gameplays war, Sonic-Spiele der letzten 15 Jahre hatten zumindest immer einen guten Soundtrack, eine hübsche Optik und eine saubere Technik. Zumindest bisher. Ernsthaft, Spiele wie Sonic Unleashed und Generations sind heute noch einige der schönsten Spiele, die jemals veröffentlicht wurden und werden mit einer höheren Auflösung und Bildrate nur noch besser. Hier steckt so viel technisches Know-how hinter, dass irgendetwas passiert sein musste, denn Sonic Forces sah seltsamerweise schlechter aus als die Spiele aus der Konsolengeneration davor. Und jetzt nach sehr langer Zeit wagt man endlich einen Engine-Wechsel und das hat anscheinend sehr fatale Folgen für Sonic Team. Sonic Frontiers ist also der nächste Mainline-Ableger der Sonic-Reihe. Und alle sagen, es ist ein Open-World-Sonic, aber das stimmt nicht so ganz. Denn das Spiel nutzt eine Open-World, wie es Pokémon-Legenden Arceus ebenfalls machte. Bedeutet, es ist nicht wirklich Open-World, es sind an sich eher sehr große Level und in ihnen gibt es halt verstreut verschiedene Puzzle- und Plattforming-Möglichkeiten, die dann so kleine Mini-Abschnitte sind. Und hin und wieder muss man halt kämpfen mit Sonic-untypischen Moves, weil Gameplay. Da, ich habe euch in ein paar Sätzen mehr erklärt, als es Sega schaffte, in mehreren Videos und Interviews zu erklären. Denn sie bezeichnen das Ganze als Open Zone. Aber zum PR-Desaster kommen wir später, denn wir sind hier, um uns die technische Seite des Spiels anzusehen und um uns zu fragen, was zum Teufel bei Sonic Team eigentlich los ist. Aber dafür schauen wir uns erstmal die Vergangenheit an. Ich habe mal ein wenig die Credits von Sonic Generations, das womöglich beste 3D-Sonic-Spiel, und Sonic Forces, das wohl stumpfeste 3D-Sonic-Spiel, miteinander verglichen und eins wurde direkt klar. Sonic Team hat seine wichtigsten Mitarbeiter verloren. Nur einer der 8 Game Designer von Generations hat bei Forces ebenfalls mitgearbeitet. Der Director hatte ebenfalls die Firma verlassen. Allein das erklärt schon sehr viel. 9 von 19 Stage Designer haben die Firma verlassen, plus der Lead Stage Designer, der auch an Unleashed mitgearbeitet hatte, was auch wieder viel erklärt. Grundsätzlich ist ein großer Teil des Teams von Generations bei Forces nicht mehr dabei gewesen, was erklären würde, warum die Qualität von, naja, allem so dramatisch gesunken war. Und wisst ihr, was ich glaube? Nach Forces sind noch mehr Leute abgehauen. Es ist die einzige Erklärung, die ich für Frontiers habe. Und das wird noch witziger am Ende dieses Videos, glaubt mir. Wenn man also die ganzen Leute verliert, die vorher wirklich gute Arbeit gemacht haben, neue Leute einstellen muss und dann auch noch eine Pandemie dazwischen kommt, ist das Resultat wohl Sonic Frontiers. Ein interessantes Konzept, das so viele technische Mängel hat, dass ich erstaunt bin, dass Sega ernsthaft Direct-Feed-Footage veröffentlicht hat und Leute eine Demo anspielen lässt. Denn hier stimmt absolut gar nichts. Aber schauen wir uns das doch genauer an. Das erste, was jedem sofort auffällt, ist das Pop-In. Nicht nur tauchen Grasbüschel und andere Objekte sowie auch Schattenrechner an der Kamera auf, auch riesige Objekte ploppen in die Welt, wie zum Beispiel diverse Plattformen, auf die man nur kommt, über eine Rail. Und die Rails haben eine höhere Rennerdistanz als die Plattformen, wodurch sie teilweise aussehen, als würden sie ins Nichts führen. Das ist nicht manchmal so, das ist immer so. Dadurch sehen diese Elemente im Himmel, also diese Bumper, Rails und Plattformen, noch mehr so aus, wie das erste Mario Maker Level eines 5-Jährigen. Wobei das gemein gegenüber 5-Jährigen ist. Es sind halt einfach schwebende Elemente ohne Sinn und Verstand. Und da 50% der Objekte im Himmel einfach fehlen, wirkt es noch bekloppter, weil viele Gameplay-Elemente einfach nicht zu sehen sind, bis man recht nah dran ist. Ich meine, wäre es die Switch-Version, okay, aber es ist halt die Version der anderen Konsolen plus PC. Sobald Objekte lange nicht mehr zu sehen sind, scheint die Engine sie direkt aus dem Speicher zu entfernen. Sollte dann ein plötzlicher Kamerawechsel passieren, werden diese Sachen asynchron im Hintergrund neu geladen. Soweit, so gut. Was ich nicht begreife ist, warum das so endlos langsam ist, denn man sieht richtig, wie das Spiel eine Liste abläuft von Objekten, die wieder geladen werden mussten und nacheinander einfach erscheinen. Das wäre für kleine Objekte ja kein Problem, aber vielleicht sollte man so Sachen wie, keine Ahnung, riesige Steine nicht aus dem Speicher entfernen, damit die dann nach jedem harten Kameraschwenk erneut ins Bild reinploppen. Und das passiert ständig, immer und immer wieder. Aber Pop-Ins sind eine Sache. Eine andere ist der absolut furchtbare Character-Controller, der hier verwendet wird. Ich frage mich echt, ob das Spiel auf Unreal basiert und man einfach so einen Tutorial-Character-Controller verwendet, der nie für so ein Movement ausgelegt war. So ein verrücktes Movement wie eine schräge Oberfläche hochlaufen, die den Character-Controller hart zum Zucken bringt, als wäre er nie für Schrägen gebaut, was seltsam wäre. Kein Wunder, dass immer diese Rails an der Seite platziert wurden, damit ja niemand auf die Idee kommt, zu Fuß die Türme hochzulaufen, damit man halt nicht mitbekommt, dass das alles echt furchtbar aussieht. Oh, und wo wir bei den Rails sind. Das Grinden basiert auf dem Boost-Gameplay, nicht auf Momentum, wie es noch in den Adventure-Spielen war. Bedeutet, Sonic hat kleine Motoren in seinen Schuhen eingebaut
und ist auf einer Rail immer direkt mit Fullspeed unterwegs. Was ich schade finde, ich denke, für diese Art von Spiel wäre es besser gewesen, wenn man ein wenig Skill benötigen müsste, um auf Rails gut grinden zu können. Ah, und fällt euch etwas bei dieser Rail-Wechsel-Animation auf? Oder bemerkt ihr zumindest, dass hier irgendetwas falsch ist? Egal ob Sonic nach links oder rechts wechselt, er nutzt immer dieselbe Animation. Alte Sonic-Spiele zeigen, wie es richtig aussehen würde. Hier merkt man wieder, dass anscheinend viele Entwickler von damals fehlen, weil das nun mal wirklich Basic-Zeug für ein Sonic-Spiel ist. Dass dieses Spiel eigentlich nur eine Unreal-Demo mit Sonic-Skin ist, denke ich auch, weil der Character-Controller nicht mit unebenen Oberflächen klarkommt. Sonic versucht sich ständig seltsam auszurichten und es ist einfach komplett falsch. Also ernsthaft, das sieht richtig so aus, als wenn das katastrophal zu steuern wäre. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Hier sehen wir Sonic, wie er einfach durch reiner Willensstärke diesen Steinturm zum Einsturz bringt. Wahrlich beeindruckend. Beeindruckend. Schlecht. Auch zeigt uns Sonic seine coolen neuen Moves, zum Beispiel der Man hat mir keine langsam gehen Animation gegeben, deswegen sliden meine Füße über den Boden Move. Und dieser ganze Müll kombiniert sieht bei riesigen Bosskämpfen, wo man am Boss hochlaufen muss, teilweise super falsch und kaputt aus. Aber immerhin ist dies ja alles eine sehr frühe Version, da kann sich ja in ein oder gar zwei Jahren noch richtig viel tun. Ach so, das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ernsthaft, ich bin sehr gespannt, wie viel sie noch bis dahin fixen können. Das ist nur ein Part des Spiels. Wer weiß, wie die ganzen anderen Parts noch aussehen. Es gibt einfach so viel, das noch kaputter sein könnte. Man muss sich auch immer vor Augen halten, dass man dachte, dass dies repräsentativ für Spiel ist. Dass dies Leute toll finden würden. Einfach unfassbar. Kommen wir da doch mal zu einer Backe, die ich gerne als Dumpfbacke bezeichne, da ich denke, dass der Chef von Sonic Team, Takashi Iizuka, eine komplette Fehlbesetzung als Chef ist. Er ist für mich auf einer Stufe mit Junichi Masuda, ebenfalls Dumpfbacke in einer zu hohen Position, jedoch bei Game Freak. Wobei nicht mehr, denn glücklicherweise hat er den Posten abgegeben und arbeitet jetzt direkt bei der Pokémon Company, was mir ein wenig Hoffnung macht für die zukünftigen Spiele von Game Freak. Aber ja, immer wenn ich einen der beiden in Interviews reden höre, stelle ich mir die Frage, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Weil sie immer die beklopptesten und bescheuertsten Ausreden und Antworten auf einfache Fragen haben. Es ist jedes Mal ein Spektakel, sich Interviews mit den beiden anzuhören. Und natürlich redet sich Iizuka auch hier um Kopf und Kragen. Er wurde gefragt, was er den eher negativ eingestellten Stimmen sagen möchte und schiebt es darauf, dass die Leute sich halt Videos ansehen und versuchen, es mit anderen Spielen zu vergleichen. Doch das könnte man nicht, denn dieses Spiel bietet ein Open-Zone-Gameplay und das muss man einfach selbst erlebt haben, damit es Klick macht. Sowas ist einzigartig und gab es vorher noch nie. Wie ich am Anfang des Videos schon sagte, es sind einfach große Level mit kleineren Bereichen, die Plattforming-Aufgaben haben, die meistens mit einer Railing oder sonst etwas anfangen. Man erkundet also eine große Zone, in der sozusagen kleine Zonen drin sind. Und von diesen großen Zonen gibt es mehrere, daher nicht nur diese Gras- und Bäume-Landschaft. Ich weiß nicht, wie man das nicht schaffte, das zu verdeutlichen, aber die Sega PR hatte es geschafft. War halt schon doof, dass das Spiel einfach präsentiert wurde mit unkommentiertem Gameplay und mit ausgeschalteten UI, damit es doppelt verwirrend ist. Da arbeiten anscheinend richtige Genies in der PR. Aber gut, ich glaube, sie wollten halt einfach verheimlichen, dass es die Ausdaueranzeige aus Breath of the Wild gibt. Weil heute jedes Spiel diese Anzeige haben muss. Und was ist das? Es gibt ein Embargo für die Kopie der Breath of the Wild Schreine, die in Sonic klassische von A nach B laufen Level sind und eingebaut wurden für alle, die sich mehr traditionelles Gameplay wünschen als nur große offene Felder. Richtiger Geniestreich, diese Level hinter dem Embargo zu stecken, könnte ja sonst positives Feedback geben und das war eindeutig hier nicht das Ziel. Das ist aber alles kein Problem, sagt Iizuka. Denn das Amygdala-Team ist sehr zufrieden mit dem Stand des Spiels, so wie es halt jetzt gerade ist. Und jetzt kommt genau diese Aussage, welche die ganzen Pop-Ins, Character-Controller-Probleme, schlampige Animationen und all der ganze andere Kram so unfassbar witzig macht. Denn er meint, dass das interne Feedback sagt, es wäre ein 80-90% Spiel von der Bewertung her. Sie glauben, sie sind an einem Punkt, wo das Spiel fertig ist und sie es so schnell wie möglich in die Hände der Fans geben möchten. Iizuka sagt, dass der Stand des Spiels gut genug ist und so schnell wie möglich veröffentlicht werden soll. Ich glaube, niemand ist mehr überrascht über die Qualität von zum Beispiel Sonic Forces. Ich meine, was haben die internen Tester denn damals gesagt? Jo, Chef, das Spiel sind so gute 60-70%. Da mal raus damit. Es ist so seltsam, dass er das so raushaut, als wäre es ihr erstes oder zweites Spiel, das sie jemals gemacht haben. Und zum ersten Mal sind die internen Tester richtig begeistert. Einige werden jetzt denken, warum reitet er auf dieser Aussage so rum? Aber es ist halt so unfassbar witzig, weil Sonic Forces so unfassbar schlecht war und Sonic Lost World so mega durchschnittlich. Ich möchte einfach wissen,
was das interne Team damals über diese Spiele gesagt hat. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel wird schon irgendwo Spaß machen. Es macht immer Spaß, große Bereiche zu erkunden. Es gibt ja auch so einen Beweis, dass das Ganze mit Sonic klappen könnte. Denn wisst ihr, das Tolle bei Sonic ist, dass es immer Beispiele von Fans gibt, die selbst Spiele erstellen. Und wenn man Sonic mit Unity und Open Zone verbindet, dann kommt Sonic Utopia dabei raus. Dies ist ein echtes Open Zone Sonic Spiel, denn es fühlt sich an wie Sonic. Das Movement ist komplett Momentum basierend und je länger man es spielt, desto besser kommt man damit klar. Genau wie es halt bei den alten 2D und bei den beiden Adventure Sonic Spielen es immer der Fall war. Also wirklich, Sonics Game Design der 2D Spiele war genial und irgendwann muss ich mal ein Video machen und erklären, was die 2D Sonics so verdammt gut machten. Aber auch Sonic Adventure 1 und 2 hatten Momentum in ihr Gameplay eingebaut und Sonic Utopia ist einfach das, kombiniert mit einem sehr großen Level, in dem es überall kleine Plattforming-Aufgaben gibt. Es ist genau das, was Sonic Frontiers sein möchte. Warum zeigen Fans Sega immer, wie es geht? So oder so freue ich mich auf Sonic Frontiers. Es sieht aus wie eine technische Vollkatastrophe, aber hey, so gibt es immerhin etwas zu lachen. Und wie ich meinte, große Bereiche erkunden macht immer Spaß. Das ist so wie, dass jedes Spiel im Multiplayer Spaß macht, egal wie furchtbar es ist, weil es einfach so einen Nerv in uns allen trifft. Und das Witzigste an der ganzen Sache ist ja, nach all diesen Mängeln kann ich es einfach kaum erwarten, bis wir die Switch-Version sehen. Ich habe das Gefühl, da kommt noch so ein richtiger Unfall auf uns zu. Und das waren meine Gedanken zum technischen Zustand von Sonic Frontiers. Über das grundsätzliche Spiel rede ich mal wirklich, wenn die ganzen Embargos gefallen sind und wir näher am Release sind. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Patrons, dass ich dank ihnen ein Video über Sonic machen kann, auch wenn ich bezweifle, dass es super viele gucken werden. Aber hey, deswegen gibt es Patreon, damit ich mich nicht auf ganz bestimmte Themen fokussieren muss, sondern einfach alles aus purer Leidenschaft machen kann. Daher danke an alle, die mich auf Patreon unterstützen und ganz besonderen Dank geht raus an meine Top-Patrons namens Akino Kiritani, Teto, Rapture, Shadow Lupina, Antimon, Ravisto, Lucostus, Magical L, Let's Pain, Jens KR, Linken, Shiny Steiny, Nachtschatten, Telnia, Dragon Deer, Master 1000 SP, Martin U. Gomez, Trendy Chock, Virus-San, Danua, Quellec, Die Wahre Keule, Legend415, Zeltfresse, Pixel Painter, Tease, Memeron, Neo127, Aaron DC und Toxon. Und klar, danke für dich hier fürs Zugucken. Bis denne.